Heute für euch wieder die 5 gruseligsten Videos aus dem Internet dieser Woche, die ich für euch auftreiben konnte. Mit dem Ehrengast Wiedenecke behandeln wir heute physische Attacken, glühende Augen im Teufelshaus, Schatten aus Jakarta und mehr. Nur die Mutigsten schaffen es bis zum Ende. Im geisterbasierten Subreddit r/ghosts postete der Redditor u/dekucup eine Bildschirmaufnahme seiner Überwachungskamera. Wie üblich dürfen wir einen Geisterfleck auf seiner Reise beobachten, welcher Geisterfleck sehr flüssig durch das Bild gleitet. Schauen wir uns das mal an. Im Hintergrund der Aufnahme leuchten 2 blaue Lichter auf und ab. Vermutlich kontrolliert die Polizei auf der anderen Straßenseite einen Verkehrsteilnehmer oder ist auf einem Einsatz tätig. Ein dicker blauer Pfeiler blockiert einen kleinen Teil der Sicht zur Straße. Der Geisterfleck scheint für einen Moment dahinter zu verschwinden und kurze Zeit darauf weiter unten wieder aufzutauchen. Dies im wahrsten Sinne des Wortes, da die transparente Erscheinung flüssig durch das Bild gleitet. Ich werde nun das Videomaterial etwas verlangsamen und den Fokus auf den Geisterfleck setzen. Wir beobachten also nochmal und sollten dabei die Frage im Kopf behalten, ob denn das auch was Natürliches sein kann. Mir scheint der Bewegungsablauf zwar bizarr, jedoch nicht unnatürlich. In den Kommentaren unter dem Originalposting wurde die Theorie angestiftet, dass dies ein Käfer sein könnte, der sehr nah an der Linse ist. Doch dem würde ich pauschal weniger zustimmen, da in der Halbzeit die transparente Gestalt hinter dem Pfeiler ganz ersichtlich verschwindet. Bei Kameras dieser Art wird häufig bemängelt, dass diese eine Art Schmierfilm im Band mit sich ziehen, also dass einzelne Frames overlayert werden. Was jedoch sorgte für dieses Phänomen? Ich bin speziell bei hausüberwachungsüblichen Kameras stets offen, ob natürlich oder übernatürlich, da es non-paranormale als auch paranormale Begründungen ad hoc gibt. Als Geisterkanal fasse ich ehrlicherweise lieber eine paranormale Begründung ins Auge, will dem hingegen immer noch kritisch bleiben. Dies ist ein Leitmotiv meiner Top-Listen. Was denkt ihr darüber? Asylum, verfolgt von Geistern und Starker.
Dieses Asylum wird dich besessen machen. So lautet der Titel der neuen Investigation von Ghost Club Paranormal. Ein Video von ihr fand Platz in einer meiner älteren Videos. Wer erinnert sich? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, wie viele schon so lange dabei sind. Im neuen Video sehen wir wirklich Unheimliches, basierend auf eine einstige Irrenanstalt, welche sehr geschichtsträchtig ist. Doch die Geschichte lasse ich sie mal erzählen. History of the place is, it was an insane asylum, it was a hospital, it was built back in 1888. And then from there on in World War II, they actually used it for like an emergency care facility for soldiers. After that happened, it turned into a hospital for people who had fallen victim of polio. And so there was just like hundreds of iron lungs basically just lined up in this hospital. And they came up with a vaccine for it, but then they gave out a really bad dose of the vaccine, and that left children basically in these iron lungs. They couldn't really recover from that. Mm-hmm. And a lot of children died there. People have tried multiple times to get into this location. It's 70 acres and there's 30 buildings. Wow. It's supposed to be really, really difficult to get into, but the people that have made it inside the buildings aren't there for very long. They're pretty quick to get out. As we were in there, we had literally just made it like a couple of, like just like one building over, and security came down with their lights on and stuff like that. And we all just huddled around a tree, like four adults around one tree. And he was coming all the way around, and we were just scooching around this tree. And he didn't notice us. Like, surprisingly, he did not notice us. It was like a straight up movie. It was like a comedy, the movie. Kurz nachdem Ghost Club die Geschichte des Ortes uns näher brachte, ging es ans Werk. Doch auf dem düsteren Weg hinein in den sagenumwobenen Platz kam die Security ins Spiel. Bei genauerer Erläuterung des Geschehens fliegt ein schwarzer Schatten über die Straße, welcher von Ghost Club speziell durch Wiederholungen vorgehoben wurde. Ist dieser paranormalen Ursprungs? Nicht unbedingt. Vielleicht möchte man uns in diesem Moment mehr verkaufen, als der wirklich ist. Vergessen wir mal, dass der Geistertrupp unweit von diesem Horrorschauplatz ist. Eine Armbewegung war das erste, was mir in den Kopf kam. Doch das sieht mir nicht so aus. Eine Fledermaus kam mir noch als Alternativerklärung auf. Doch das Übernatürliche trifft es am besten. So oft ich auch mir diese Videosequenz anschaue, zu 100% kann ich nichts Natürliches dahinter von meiner Beobachtung aus garantieren. Why is it going? And that's crazy? Like all the way high up too. That is weird, guys. Did somebody follow us? I've never seen a K2 meter do that ever. Me either. And honestly, like if you hold it again, just so you can kind of see that it's nothing on the table or anything like that. Okay, so we're like pretty far from the hospital now. We sat down on a bench just so we can kind of research other haunted locations. And just for fun, we were just kind of like, let's see if this place is haunted. Jim just turned on his K2 meter and it started going like crazy. I turned mine on, it's jumping. Yours was jumping for a little bit as well. And now, like, look mine's just going as well. This is insane. And what is actually really weird as well is when we sat down here, like, my watch said, good evening. Hey, Siri. Okay, yeah, so that's what's supposed to happen when you say, hey Siri, but she didn't even do that. Literally, we were just sitting here talking, we were being pretty darn quiet, and she just randomly came out with, good evening. Mine's just legit, like, going. They're all going. The trippy thing is, he just put it all the way down, and it turned off. Here, I'm gonna put it back down if you wanna just see what happens. Look at that. If there's anybody here with us right now, can you go ahead? Can you touch that device right there? As soon as you asked him to do that. What the fuck? There's something here. This is not where I expected to catch paranormal activity tonight. Do you think that the energy from the asylum? I don't doubt it. Entity present.
So we have been sitting here at the park for a while now. We have been hearing some stories from Jim, personal stories about his paranormal experiences. And we all kind of came into agreement that we think that there is definitely something with Jim, something might be attached to Jim or maybe a spirit guide or something like that. A few things have came through this device here. Hi Jim came through, and then right after that it said handsome. Jim's was still going off like crazy, and we're kind of like, why is it just Jim's K2 mirror that's going off like this? And then, you know, we've kind of like started moving them around and stuff like that. Like nothing. 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 Now watch this. Whoa. Wow, dude, that's giving me chills. Like. Look, let me hold it. Nothing. Look at that. Nothing. Victor? Look towards me, look. Nothing. Look at that. Somebody is sitting there. Can I pick this up? Yeah, go ahead. That's me. Look at that. Someone's sitting there. There's something right there. What the hell is happening with this spot right there? Someone is sitting there. If there's somebody sitting there on that bench right in front of me, what did that say? Choose. Is there more than one? Choose? Maybe choose one of these things? Choose, okay. Can you turn that candle off? Did it say candle? Can you touch that device right there? If you followed us from the hospital. Were you watching us in the hospital? That's crazy. Should we go back to the hospital, guys? Seriously, like, or... I want to kind of check to see what goes down there closer. I'm down, yes. Okay, so I think it's kind of apparent right now when we're asking, did you follow us back from the hospital? Do you want us to go back to the hospital? We have been getting results. Green light. Green light. Yeah, this thing is lighting up like crazy. It's crazy how random... Oh, it responded. Yep, that means to go back. That means go back. Da der Trupp nicht an gewollten Ort herankommt, pausieren sie an einer Parkbank und schmeißen aus Jux und Dallerei die K2 Meter an. Sie scheinen einen Ausschlag zu haben. Wurde etwas unter dem Tisch präpariert? Meiner Meinung wohl kaum, da speziell ein K2 Meter ins Auge fällt, das wie wild ausschlägt. Aus dem Nichts soll auch noch Siri gegrüßt haben, was wohl nicht normal ist. Ich kann diesbezüglich nichts erweitern zu sagen, da ich kein Apple-Nutzer bin. Abseits davon fällt der Gruppe auf, dass eine gewisse Entität dem K2 nach Jim umkreist. Sehr unheimlich, die Vorstellung, der Einzige in der Runde zu sein, bei dem dieses Ghost Hunter Equipment reagiert. Here and we found a security guard here, and we talked to him and we just asked him politely, it's all right if we just kind of hang out here and do some filming and stuff like that, and he said it was okay. Is there anything weird that happens? Do you hear anything? I'm just curious. No, I get asked that a lot. Yeah, my colleagues say that they have. One colleague was telling me that somebody, like, she knew, went in there and stole some stuff and end up getting possessed by a ghost afterwards. Wow. So there's that. Another guy said that he saw a creepy, like South American or maybe like old Mexican, like death mask kind of thing floating in the window once. Floating on the patio. Emerging. Are you gonna manifest yourself for us? Can you throw something? Can you make a noise? What's that car doing creeping behind us? It's security. No. It's not, that one's not security. Sorry, this car is being super sketch right now, like right behind you. It is literally going... Is eyeballing? Yeah, and it's going so, so slow. What are you looking at? There's a ton of people in that car, just staring at us. I feel uncomfortable, just like... Yeah. Me too. You'd be like, who are you guys? Can we follow you? Did you guys hear that? Like, who are you guys? Can we follow you? Did you guys hear that? Like, who are you guys? Can we follow you? Did you guys hear that?
What was that? Was that from your phone? No. I shit you guys not. I hope that my camera microphone picked up on this. Hated. I thought I just heard somebody go, Jade. No. Like, way. Hissed it. Sounded like it came from right there. I heard. Hope you captured that. I think I did. It was loud enough. Soviet. What? What? Something got thrown. Something just got thrown. Over there, behind me? Right here, yeah. Something literally got thrown. So something got tossed over there. It was loud. It like ricocheted off something. Mm-hmm. You know what? Yeah, I don't like this at all. Let's go. Yeah, these people are filming us in their car. Auf freundlichem Wege erkundet sich die Gruppe bei einem Wachmann nach Geschichten. Dieser öffnet sich und packt tatsächlich Haarsträubendes aus. Noch viel, viel unheimlicher wird es, als die Gruppe von einem weißen Auto beobachtet wird. Stalker während einer Paranormal Investigation? Geht es noch schlimmer und unheimlicher? Kein Wunder, dass sie nach kurzer Zeit dann auch deren Trip abgebrochen haben. Doch in dieser kurzen Zeit konnte man noch etwas für das Gruselvideo mitnehmen. Ein Steinwurf. Wurden sie gerade wirklich von einem Stein beworfen? Waren das die Leute aus dem weißen Auto? Oder könnte man eine Attacke aus dem Sperrgebiet für voll nehmen? Ihr seid die Richter. Um uns zu unterstützen, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Schreibt uns eure Meinung zu den Gruselvideos in die Kommentare. Schattenfigur in Jakarta. Schattenfigur in Jakarta. Schattenfigur in Jakarta. Ein Team aus mindestens 2 Personen erkundet ein verlassenes und überwuchertes Gebäude in Jakarta, Indonesien. Im Titel hinterließen sie folgende Botschaft. Wir haben ein verlassenes Häuserkomplex in Jakarta, Indonesien, erkundet. Ich denke, wir haben eine Schattenfigur eingefangen. Zu sehen bei Sekunde 25. Schauen wir mal rein. Ada kuntilanak lah di sini. Udah berapa lama di sini? Gak ada yang tahu. Ada suara gak? Kenapa tadi kurang jelas, Mas? Als der Kameramann bei besagter Sekunde in die entgegengesetzte Richtung filmte, macht sich tatsächlich für einen kurzen Moment ein Schatten bemerkbar. Dieser wirkt jedoch auf ersten Blick natürlichen Ursprungs. Auf halber Geschwindigkeit konnte man gerade eben besser erkennen, wo der versprochene Schatten zu sehen ist. Er versteckte sich hinter dem rechten Türrahmen. Was jedoch auffällig ist, ist die Bewegung des Schattens. Schauen wir nochmal rein, aber diesmal mit extremer Verlangsamung, um die Bewegung besser nachvollziehen zu können. Es ist doch sehr auffällig, wie der Schatten gleichzeitig mit der Kameraführung hinter dem Türrahmen verschwindet, weshalb die Theorie nicht sehr fern liegt, dass der Schatten vom Kameramann stammt. Es wäre interessant zu wissen gewesen, woher die Lichtquelle kommt, was für ein Oberteil der Kameramann trägt oder allgemein, was sich der Poster beim Uploaden in einem Geisterforum gedacht hat.
denn der alles beobachtende Sherlock sieht direkt das blaue Oberteil rechts auf der anderen Seite hängen. Was meint ihr? Wir betraten das Teufelshaus. Wir betraten das Teufelshaus. Wir betraten das Teufelshaus. Der Kanal Exploring with Felicity war auf einer gruseligen Investigation und betrat dabei ein Haus, das dem Teufel gehören soll. Das Pärchen wirkte die Investigation hindurch stets aufgeregt. Eine Bedrohung im Haus ist nicht auszuschließen, aber seht selbst. This is a really old house. Eh? This is a really old house. What the hell was that? What the hell was that? Seriously? Why the hell did you grab your head? Because I'm right behind the door. What do you want me to do? Go first? Yeah, you go first. But just be careful. But what? But what the hell was that? It was like some... A drop somewhere. Oh, wow, there's a mirror right there. Is any spirit here? Oh, it's going off, isn't it? Yeah. Would you come and play with that device? Are you here now? Yes. Are you making them lights flick off? Already getting a response, that is crazy. Could you make them go again for me, please, if you're still here? Yeah. On command. Yeah. Thank you. Do you want us to leave? Yes. Are you an evil spirit? Are you a good spirit? Are you a demon? Could you make one of the bars flash? Or the device on the stairs? Or make a noise in any of the rooms? Make your presence known? I've just seen a black shadow. I've just seen a black shadow cross that way. I don't know if I got it on camera, but I've just seen it cross from that room that way. Yeah. Are you here with us right now? You're making your presence known. What was that? Did you hear that? I heard something. I just don't know if these are going to go off. I'm going to play an EVP. I think everyone will agree it's EVP time. It reminds me of 30 East Drive, I don't know why. Do you think? Yeah, it's because of the old carpet and the whole, yeah, the layout of it. Could you make one of the balls go off for us, please? Or could you roll one of the balls to us? What's that? I don't know if it's coming from upstairs or down there. Would you make a bang? Could you make these lights flicker again for us on the music box? Do you want us to play some music? Das Pärchen wird beobachtet und sie bekommen die Antworten, die sie wollten. Exploring with Felicity war in der Lage, diese gruselige Gestalt mit glühenden Augen für uns einzufangen. Ob das der Teufel war? Wohl eher kaum. Ob das übernatürlich ist? Das entscheidet ihr. Ob das gruselig ist? Allemal. Schaut euch gerne die ganzen 46 Minuten auf dem Kanal von Exploring with Felicity an. Retail attack. Folgende
des Videos äußerst verstörend, da es sich um einen physischen Angriff handelt. Das Video ist schon durch einige andere Geisterkanäle bekannt und kursiert schon seit einigen Wochen im Internet. Ich möchte auch euch das Filmmaterial zeigen, auch wenn ihr es schon gesehen habt, und einfach wissen, was ihr davon haltet und meine Meinung dazu noch sagen. Kurz gesagt stammt das Video aus einem Shop in Mexiko, das in der Vergangenheit schon seltsame Vorkommnisse verzeichnet hatte. Doch das hier soll bei weitem das Schlimmste sein. Der Originaltitel vom Google Translator übersetzt lautet: Eine übernatürliche Kraft zerrt eine Verkäuferin. In Klammern: Uncensored Full Video. Die kurze Beschreibung lautet übersetzt: Dies ist das Video, das von den Überwachungskameras wiederhergestellt wurde. Bei der Suche in einem Werkzeugkasten wurde eine der Verkäufer von einer übernatürlichen Kraft unglaublich viele Meter mitgerissen. Die Videobeschreibung trifft den Nagel auf den Kopf. Wir sehen eine Verkäuferin bei der Arbeit im Lager und plötzlich wird sie von einer unsichtbaren Präsenz nach hinten gezerrt. Was meint ihr dazu? Was sind eure Gedanken zu diesem Clip? Schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Das interessiert mich an dieser Stelle sehr, wie man das natürlich begründen könnte. Nicht, dass ich behaupte, dass es unmöglich sei, sowas nachzustellen. Speziell mit CGI ist doch heutzutage alles machbar. Aber hat dieser mexikanische Store CGI? I doubt it. Ich für meinen Teil war erschreckt, als ich diesen Clip zum ersten Mal sah. Mein erster Gedanke war eine seidene Schnur, aber die hätte doch reißen müssen, oder nicht? Auf dem Boden sehe ich auch keine Seife verteilt, die einem Schnürchen die Arbeit erleichtern hätte können. Ebenso kam mir, dass das Video vielleicht rückwärts abgespielt wurde. Doch so, wie sich die Verkäuferin über dem Boden zerren lässt, ohne weitere Unterstützung, schließe ich das sogar aus. Meiner Meinung nach könnte es sich hier tatsächlich um eine gewalttätige Entität handeln und der Shop sollte mal intensivst ausgeräuchert werden. Das war's. Like da lassen und weiterschauen.